Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Ich bin mega gehypt auf den letzten Arena-Leiter. Außerdem bin ich gehypt, weil das ist erstmal meine letzte Aufnahme für ein paar wenige Tage, da ich am morgigen Tage erstmal wegfahre. Nicht lange, eigentlich nur 2 Tage, aber ja, trotzdem ist das so ein bisschen lange her bei mir, dass ich mal weggefahren bin, wie auch immer. Und deshalb bin ich sehr, sehr aufgeregt, so ein bisschen auch, und es ist jetzt auch der letzte Part, den ich davor halt aufnehme. Dementsprechend genieße ich jetzt hier jede Minute mit euch gemeinsam, und dabei einen Arena-Kampf zu machen, ist doch gerade das Beste, was uns jetzt hier passieren kann. Luke ist vorne, wir lassen Luke auch mal vorne, und dann let's go. Oh, da bist du schon. Du siehst sehr stark aus. Na gut, fangen wir sofort an. Jo, hatte ich auch nicht anders erwartet. Benson, der Wasser-Arena-Leiter mit dem 8. Ohren. Oh lol, nice Animation. Hab mich gerade nämlich schon gefragt. Hä, wo ist der denn? Okay. Ist das nicht der Wasserbohnen-Typi? Wenn ja, muss ich Luke sofort auswechseln. Tue ich auch. Rüber zu Jonas. Ich glaube, der ist Wasserboden. Wollte ich nämlich ja auch mal im Team haben. Wasserbohnen, da können wir halt mit Elektroattacken rein gar nichts anfangen. Okay, was ist das für eine Attacke? Verteidigung sinkt und Spezialverteidigung sinkt, und dafür steigt der Angriff stark und der Spezialangriff steigt stark und Initiative auch. Okay, interessant. Aber dafür sollte er One-Hit-KO sein, gerade wenn der Bodentyp da noch dabei hat. Level 49 ist. Buszeit hat er. Okay, interessant. Oh, das könnte jetzt auch reinhauen. Mehr als die Hälfte AKP, okay. Aber Michel könnte ihn besiegen, würde ja keinen Hypertrank einsetzen. Aber trotzdem, es ist jetzt nur Zeitschindung. Der hat keine Chance. Jetzt wird nochmal Robustheit eintreten, natürlich. Aber wir greifen als nächstes auch als erstes an, sozusagen. Von daher, tschüss. Sehr schön gemacht. Das müsste ihm sehr, sehr viele EP geben. Na gut, ich hätte mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. So, Wylord. Komm, da wechseln wir kurz mal zu Luke. Da kann Luke schon ein bisschen mehr was anfangen. Aber Wylord, da müssen wir halt auch vorsichtig sein. Welchem Level? 49 auch. Okay. Donnerblitz. Er springt in die Lüfte, trifft trotzdem Donnerblitz? Nein, shit. Oh, das könnte sehr, sehr viel Schaden machen. Ich glaube, vom Typ Flug und Feder. Weiß ich jetzt aber nicht ganz so genau, welchen Typ das sein könnte. Auf jeden Fall bei Luke wird das nicht überleben. René eigentlich auch nicht, wegen. Das ist dann auch nochmal effektiv. Wen könnte ich denn das einsetzen? Chell. Aber wen könnte ich überhaupt erstmal einwechseln? Ich versuch's trotzdem mal mit René. Ups, da ist mir was untergefallen. Sprungfeder jetzt abzuwehren, wird nicht gerade einfach sein. Okay, sehr gut, René. Sehr, sehr gut. Wir haben ja hier neue Attacken. Wir greifen mit Fußkick an. Je schwerer der Gegner, desto mehr Schaden macht es. Und Wylord ist sehr, sehr schwer. Dieser Fußkick macht sehr, sehr viel Schaden. War so ein Volltreffer. Wunderbar. Die neuen Attacken von René zahlen sich aus. Erstmal auf Fußkick eingesetzt. So, jetzt wechsle ich nochmal zu Luke, damit er hier auch nochmal angreifen kann. Wäre eigentlich schon recht Bombe. Am besten Elektrobombe, weil jetzt ja vom Elektro-Typ. Okay, das war jetzt eher weniger lustig, aber egal. So, Siedewasser. Okay, spezielle Wasserattacke. Die extrem war natürlich ein Volltreffer. Natürlich! Ach man. Komm, Jonas, du jetzt hier. Level 51, na gut. Da ist man natürlich beim Critical Hit sofort down. Weiß nicht, hat der noch einen anderen Typ? Was für. Glaubklinge von Jonas wurde blockiert. Na gut, wir haben immer noch Energieball, ein Glück. Ein Heilbühnen, okay. Aber komm, das haut Jonas nicht um. Wir greifen mit Energieball an und besiegen es. Schade wegen Luke, aber naja, was soll man machen? Bei Criticals kann man halt einfach nichts machen. Trotzdem war es ein
Ja, recht einfach sozusagen, weil wir halt auch die Pokémon dafür hatten. Du siehst nicht nur sehr stark aus, nein, du bist es auch. Ich wäre vor Schreck fast umgefallen, aber jetzt weiter am Programm. Du hast mich so aus der Bahn geworfen, dass ich beinahe vergessen hätte, dir das hier zu überreichen. Unser letzter Arena-Orden. Sehr nice. Es gibt hier wieder mehr Arenen-Orden. Nicht so wie in Hardgold zum Beispiel. Also in Hardgold gab es ja 16 Orden. Wie wir festgestellt haben damals, das ist der Wellenorden. Diesen Orden gibt es erst seit kurzem in der Einer-Region. Ist ja nicht hübsch. Jetzt, wo du alle 8 Ohren hast, gehorchen dir auch alle Pokémon. Jetzt bekommst du nur eine TM von mir. Das ist die TM 55, Siedewasser. Ich schau mal dann gleich auch mal, ob sie irgendwer erlernen kann, weil so eine Wasserattacke wäre schon nicht schlecht. Die Attacke Siedewasser ermöglicht es dir, Gegnern Verbrennungen zuzufügen. Wenn eins deiner Pokémon eingefroren ist, kannst du es mit ihr wieder auftauen. So, ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Folge mir, wenn du kannst. Kann ich leider nicht. Habe keinen Surfer. Aber ich schaue erstmal kurz zur TM. Weil wir brauchen unbedingt noch eine Wasserattacke in unserem Team. Stärke 80, von daher. Aber keiner kann das erlernen. Keiner. Na ja, toll. So, hier können wir leider dem Arena-Leiter nicht folgen. Schade drum, aber egal. Ich weiß nicht, ob man das generell hätte machen können. Eine schöne Fahrt hier durch. Wunderbar. Wir gehen erstmal zum Pokécenter und dann geht es, denke ich mal, erstmal weiter im Programm. Na gut, erstmal Retro. Oh, du hast es geschafft. Jetzt gehört auch der letzte Orden dir. Du bist wirklich unglaublich. Eigentlich wärst du jetzt reif für die Pokémon-Liga. Aber vorher müssen wir uns um Team Plasma kümmern. Hallo, meine Freunde. Hier ist Team Plasma, von dem ihr da gerade geredet habt. Was sind das eigentlich für Kerle? Diese Halunken von Team Plasma haben das Pokémon meiner Schwester. Ach, was sag ich? Sie haben die Pokémon unzähliger Menschen gestohlen. Ihr Plan ist es, die Herrschaft über die Einer-Region an sich zu reißen, indem sie das Land in Eis hüllen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Hast du wirklich noch nie von ihnen gehört, Benson? Also, das höre ich zum ersten Mal. Zu mir ist mein Zuhause. Solche Dinge interessieren mich normalerweise nicht. Aber ich bin immer offen für Neues. Genau wie der weite Ozean, der das Wasser aller Flüsse mit offenen Armen empfängt. Ihr denkt also, dass Team Plasma von Grund auf böse ist, richtig? Nein, bloß nicht, Alter. Ups. Ups, ja, ich dachte, ich habe ihn nochmal runtergedrückt. Ich dachte, es geht dann nach oben, wenn man. Ach, egal. Aha, und trotzdem kämpft ihr gegen diese Leute. Ich rate euch, euren Zorn in Worte zu fassen. Zuerst mal nur für euch selbst. Dann werdet ihr besser verstehen, was ihr eigentlich erreichen wollt. So, genug geredet. Wir haben uns eingedrückt. Ist dieser Kerl nur naiv oder scheut er sich vor Verantwortung? Aber so leicht lasse ich mich nicht entmutigen. Nicht so lange Team Plasma da draußen noch sein Unwesen treibt. Nehmen wir all unseren Mut zusammen. Lass uns zuerst herausfinden, wo sich Team Plasma herumtreibt. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Am besten teilen wir uns auf. Nimm du dir Route 22 vor. Okay, das ist schon mal ein Ansatz, wo wir weitermachen müssen. Route 22. Aber vorher erstmal die Pokémon-Hallen. Ihr kennt es. Ihr liebt es. Ihr feiert es. Genauso wie ich. Pokémon-Team ist wieder topfit. Ja, geil. So, jetzt mal kurz die Karte abchecken, um zu sehen, wo wir überhaupt jetzt hin müssen. Karte da. Route 22 ist die hier, genau, zur Riesengrotte. Gibt noch viele andere Routen hier, zum Beispiel hier unten oder die Route 14 oder hier oben links, die wir noch nicht erkundet haben, aber ja. Da kommen wir wohl ja später hin, so wie es aussieht. Aber warte, wenn es jetzt hier Richtung nördlich geht, dann brauchen wir Surfer. Wir müssen ein Mitglied ablegen. Ich werde wahrscheinlich entweder Luke oder Jonas ablegen. Weil die beiden sind momentan am höchsten gelevelt. Jonas ist am allerhöchsten gelevelt. Naja, Jonas, es tut mir sehr, sehr doll leid. Du musst jetzt erstmal am PC verweilen. Ich hoffe mal nicht lange. Mal sehen, wie lange genau. Wir brauchen halt Surfer. Anders geht es nicht. So. Den vor allem glaube ich lieber mal von der 3 wegnehmen. Nicht, dass ein 3-Umkampf oder ein 3er-Kampf kommt. Den vor allem glaube ich, will ich da eher weniger kämpfen. Unser Freund glaube kein Blitz. Wann haben wir denn das erlernt? Mir gar nicht aufgefallen. Lol.
Stimmt, da habe ich das einfach mal beigebracht, vielleicht auch im Let's Play, aber vergessen. Ja, moin. So, ich vermute, es geht hier hinten weiter. Hier im Pokémon ist auch so eine schöne, ja, Sonnenuntergangsstimmung. Weil es gerade abends ist, es ist kurz vor 20 Uhr laut Uhr. Ja, laut Uhr, genau. Hier geht's nicht weiter. Ach, Moment mal, da ging da noch was anderes weiter. Brauchen wir doch keinen Surfer? Will mal kurz nachschauen. Hier rechts ging es irgendwo weiter. Will mal kurz schauen. Nein, da ist schon ein Trainer. Ich werde gleich nochmal zurückrennen und Jonas wiederholen. Anscheinend brauchen wir doch keinen Surfer. Okay. Dann brauche ich ja unseren vollen Sklaven nicht mitnehmen. Oh, Starmie. Okay. Ja, Luke ist noch vorne, von daher kann er sich darum mal schnell kümmern. Level 47 sind die Gegner. Ah. Ich denke mal an mit dem Level. Wir können nicht aufholen. Das ist ein Problem, gerade wenn Volltreffer kommen, ey. Du kannst so ein Pech. Ja, er hat Pech. Das ist jetzt der eindeutige Beweis, wie dolle Pech er hat. Da sehe ich jetzt nicht ein, dass ich hier wechsle. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Er überlebt mit einem KP und wir kriegen hier einen Volltreffer ab. Tschüss. Wäre eigentlich so easy down gewesen, ohne Supertrank. Aber naja. Level 46 für Luke. Jetzt ist er auch auf Level 46. Hier und Ragi. Da wäre Luke natürlich immer noch ganz gut, aber... Also mit Elektroattacken gegen Flugattacken, aber wir haben auch Gestein. Und daher kann Michelle hier jetzt auch was machen. Michelle muss sich ja auch noch weiterentwickeln. Ah, Moment mal. Ups. Jo, Draghi, ich dachte, das wäre dieses Papa. Ich habe das jetzt mit Plaudergeil verwechselt. Aber da ist Michelle auch nicht verkehrt. Eine Bodenattacke und es ist weg. Und Erdkräfte ist halt eine mega heftige Attacke. Okay, er überlebt. Dann nochmal. Wie viel Giftspitzen willst du nur werfen? Ich habe nicht vor, jetzt noch wechseln. Wenn ich vorher gehabt hätte, ja, dann bleibt Michelle da. Ich hätte eher effektive Attacken gegen dich. So, dann nutze ich auch mal kurz Michelles Fliegen, um nochmal zurückzufliegen. Geht jetzt schneller, als wenn ich jetzt meinen Weg zurücklaufe. Lieber mal ein bisschen Zeit sparen. Wir wollen ja hier noch ein bisschen was schaffen. Er hat mich sowieso jetzt so ein bisschen, dass ich Jonas abgelegt habe, obwohl wir das nicht hätte machen brauchen. So, wenn wir einmal hier sind, kann ich auch noch mal kurz Pokémon heilen. Luke zum Beispiel. Aber Luke wird dann gleich auch von der 1 verschwinden. Ich denke mal, ich werde Michelle nach vorne bringen. Damit sie auch noch mal ein bisschen trainieren kann. Ich möchte ja auch Michelles Endentwicklung endlich mal haben. So. Hier ablegen. Das falsche hier ausgewählt. Ich könnte doch generell einfach nur Pokémon bewegen machen. Ist doch nicht das Problem. Ich würde eigentlich jetzt da drinnen bleiben, weil ich wollte gleich Michelle nach vorne bringen. So. So, hier wieder zurück, hier runter, dann hier durch, Moment mal. Achso, das ist dann Kopf gewesen, ich dachte, da wäre noch ein Item oder so. Aber nee. Gut, jetzt sind wir auch wirklich hier auf der Route. Gibt es hier schon mal ein Item hier oben? Und dort oben sind wir gerade noch nicht. Da ist ein Stärkefelsen, na toll. Ich bräuchte erstmal einen Topschutz. Ich werde natürlich dann gleich auch nochmal vorlesen, was für Pokémon wir hier antreffen können. Aber erst gleich. Ja, hier. Ein Carbon. Nehmen wir mit. Hier unten muss dann auch nochmal irgendwo ein Item sein. Da oben. Okay, da kommen wir momentan noch nicht hin. Erstmal der Trainer hier.
Mittlerweile kann ich mal kurz Pokiwiki aufrufen. Der Kampf kann ruhig schon mal beginnen. Sehr. Das ist hier Route 22. Richtig, richtig. So, Pokémon. Oh, ein Gelatini. Das sieht nach Typ Eis aus. Das gefällt mir ja weniger. Typ Eis kann ich hier jetzt überhaupt nicht gebrauchen. So, im hohen Gras findet man zu 25% ein Linfu, zu 20% ein Hutsasa, zu 10% jeweils ein Pelipper, Enteron, Lunastein, Sonfel oder ein Meryl und zu 5% ein Botogel. So, ich mache gleich weiter. Erstmal die neue Attacke Hitzewelle einsetzen. Okay, interessant sieht sie aus. Weiter war sehr schön. So, im dunklen Gras findet man genau dasselbe zu denselben Häufigkeitswerten. Sandsturm will mich erlernen. Aber passt leider nicht in unser Moveset. Tut mir leid. So, außer das heißt im dunklen Gras, die Level der Pokémon höher sind. So, dann gibt es noch das raschende Gras zu 85%. Mal wieder ein Ordoch, zu 10% mal wieder ein Emolga. Ja, zu 5% ein Azumarill. Oh, okay, das ist ein sehr interessantes Pokémon. Erdkräfter. Das kann ganz schön stark sein, ich weiß es. Ich weiß nicht. Lieber ganz schnell weg. Machen. Die Steinschädel. Ui, natürlich ein Volltreffer. Ja, natürlich. Genau das brauche ich. Ach du alte Scheiße. Komm, find du wieder. So, dann per Zoffen findet man zu 30% jeweils ein Barschuft oder ein Meryl. Per Superangriff findet man zu 30% ein Goldini und zu 70% ein Barschuft. Ach, der hat knapp überlebt. Dann beim Surfen per Pokémon-Schatten zu 35% ein Barschuft, zu 60% ein Meryl und zu 5% ein Azumarill. Per Pokémon-Schatten bei der Superangel findet man, kleinen Moment, zu 60% ein Goldini, zu 10% ein Goldking und zu 30% ein Barschuft. Und dann gibt es noch per Schwarm einmal 40% nur in Schwarz 2 ein Ariados und nur in Weiß 2 ein Ledian. Weiß per Schwarm halt. So, Itemmatte einsetzen da unten. Da komme ich momentan noch nicht hin. Aber hier rechts ist noch ein Item. Oh, lol. Und ein Hutsasa. Das ist hier gar nicht extra aufgeführt. Ich hoffe, wir können fliehen, weil das ist um einiges höher gelevelt als wir. Ah, komm, hier, das Item. Das ist ein Item. Ja, wunderbar. Ein AP Plus. Wunderbar. Bitte kein legendäres Pokémon. Weiß nicht, habe ich überhaupt die Bälle dafür? Ich kümmere mich erstmal hier um die Gegner. Ich weiß nicht, ob das ein ob man das jetzt so fangen kann. Werden wir in diesem Part auch nicht mehr machen. Das wird jetzt so zu lange dauern. Machen wir dann, nachdem ich aus dem Urlaub raus bin, sozusagen. So, Kamerupt, Erdkräfte. Sehr effektiv. Ich hoffe mal, das wird es auf jeden Fall töten. Nee, tut es nicht, aber setzt Fluch ein. Initiative sinkt dafür Angriff und Verteidigung verteilt, genau. Er kommt, wird trotzdem besiegt, oder? Ja, wunderbar. Sehr effektiv in dem Feuertyp. Das passt doch. So, ein Groink. Da wechsle ich rüber zu Finn. Groink, glaube vom Typ Psycho.
Naja, ist so eine schöne Hubball-Attacke. Und dann gehst du ja sagen, Geistattacke wäre vielleicht auch richtig gewesen, aber egal. Aber das Hubball wäre da nicht schlecht. Die Juwelenkraft. Oh, sehr effektiv. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Macht sogar mehr Schaden als wir mit unserem Spukball. Geht dann rüber zu Nico. Okay, er setzt Erholung ein. Na gut, dann hätte es sehr wahrscheinlich Finn auch noch geschafft. Aber egal. Weil jetzt schläft er, können wir ganz in Ruhe angreifen. Gegenstoß, mal sehen, wie viel Schaden das macht. Oh nein, er hat Schnarcher als Attacke. Das ist natürlich eine geile Kombination. Und Nico, schreck nicht immer zurück. Okay, das will ich schlagen. Und Gegenstoß sollte jetzt noch wirksamer gewesen sein. Och nee, fuck jetzt nicht ab. Das Kroink. Lol, okay. Er greift nicht an mit Schnarcher. War ein bisschen dumm von ihm, aber okay. Finde ich gut, finde ich gut. So, finden wir wenigstens hier jetzt noch irgendwo einen Trainer. Das wäre eigentlich ganz gut. Doch, ich habe da doch noch einen gesehen. Hier unten geht es generell dann weiter. Da will ich jetzt noch nicht hin. Hier, ich möchte zu dem Wanderer da oben hin. Da muss ich einfach dann mal dort runterfallen, aber ich möchte jetzt auch zum Item. Ein Sonderbonbon. Michael ist noch vorne, genau, richtig. Ja gut, kann Michael ruhig mal vorne bleiben. Das passt dann. Und dann auf zum letzten Kampf für diesen Part. Ich freue mich natürlich auf jeden Fall schon auf den nächsten Part, wo wir dann das legendäre Pokémon da fangen. Wenn es ein legendäres ist, aber was soll es sonst sein? Ich kenne die legendären Pokémon ja hier größtenteils nicht. Naja, muss ich da auch so ein bisschen raten, aber wieder, das wird bestimmt eins sein. Mal wieder. Schüssen das Gnet. War sehr schön mit dir. Stahlos, uiuiui. Ich werde trotzdem mal mit Michelle weiterkämpfen. Wäre nämlich irgendwie noch geil, wenn sie in diesem Partner sich weiterentwickelt. Aber ich weiß nicht, ob das auf Level 45 oder 46 passiert. Und ob sie jetzt überhaupt nur die nötigen EP, meinte ich, kriegt. Oh, das ist auf jeden Fall schnell weg gewesen. Ah, knapp. Schade. Okay, dann vielleicht auch im nächsten Part die Entwicklung von Michelle. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich freue mich riesig. Gerade wenn ich dann wieder zurück bin und weiter Pokémon zocken kann. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.